Digital happiness. Dread out. Und damit herzlich willkommen zu Dread out. Das Spiel ist heute ein bisschen laut. Und zwar mit mir. Auf New Game und es geht los. Credits. Erst die Credits. Der Rachmat. Rachmat im Run. Dwi Arief Irawan. Sukmadi Rafiuddin. Rendi Fajar Basugi. RVPS. Tri Solistionu. Alicia Solistia Vivisana Ratama Kusuma Mutra Vicky Fauci Rivaldi Rachman Andi Mahatika Eka Rudianto Adidama Nier Amber Lee Connors Blake Forsfield. Spezieller Dank an Comic Manga Adaptions, Roni Amdani, Mangaka und EQ. Risnanda Adi, Alia Kananda, Pipit Andayani, Bintangi Milau Fachri, Makia Yadi, Amiruddin Vastura, Yogo Iravan. Elgason, Red P. Patrick Williamson. Okay, das war's. Ein sehr kurzer Augenblick waren jetzt die Credits, aber jetzt drücke ich auf New Game. Die sind nicht eingesigned. Oh, jetzt ist es weg. Tropft mir glatt die Muschi. Ich glaube, da schneide ich raus. Das sieht halt echt gar nicht so schlecht aus. Geh doch mal ans Telefon. Es geht nicht. Wo ist denn das Telefon? Oh Gott, warte. Super. Viel besser. Zwar immer noch nicht super, aber viel besser. Aber was ist denn das für ein lautes Telefon? Wo ist das Telefon?
kann ja nichts machen, vor allem wird nichts erklärt. Also bisher ein super Spiel, 5 Minuten nicht geschafft. Irgendwie an die Schränke greifen oder so? Ehrlich jetzt? Oh. Ira. Thank God, Linda. What took you so long to pick up? Where are you? Are you alright? We're all dying waiting for you to get here. Thank God, Linda. What took it up? Where are you, right? We're all dying waiting for you. We're all dying. We're all dying. Und jetzt? Das ist mal die Tür aus. Jetzt ist sie natürlich offen. Oh, ihr seid im Sommercamp, ach so. Eine magische Magie hat diese Tür geöffnet. Oder sie. Oder sie. Ja, die wollen bestimmt jetzt zu einer Party gehen, ihr seid da im Sommercamp. Das war nicht unsere Freundin. Geh dir einfach mal so. Ich will mich ja wohl umgucken. Ja, ich will viel zum Umgucken. Links oder rechts? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ein sehr hübsches. Auf eine Schaukel. Was laberst du für ein Sommercamp, sag mal, so mit dir? Das sieht doch so aus. Auf was für Sommercamp bist du gegangen? Oder zu welchen Sommercamp bist du gegangen? Das ist mir egal. Ich verstehe jetzt gerade nicht wirklich viel. Was geht denn hier ab? Vielleicht musst du ja doch so in Wäldchen dabei erschaukeln. Von da kommen wir. Ja, aber kann doch sein, dass sich was verändert hat, Mann. Ich sag einfach. Was ist denn das Ziel hier? Ich weiß es gerade nicht. Was musst du denn? Ja, was kann man sagen? Das ist wohl die Kette von der Schaukel. Ich kenne das Spiel, das ist eigentlich ganz gut, aber irgendwie verstehe ich gerade gar nichts. Und vor allem die Steuerung ist zum Glück gar nicht scheiße. Wir warten einfach, bis wieder eine magische Kraft uns die Tür öffnet. Oder wir rennen hin und her und nun sterben oder so, keine Ahnung. Das ist noch doch nicht mal wieder zurück. Ja, hab ich grad vor.
Ich verstehe das nicht. Was ist denn hier los? Was soll ich tun? Was ist meine Aufgabe? Was müssen wir finden? Was übersehen wir? Ah, ja, gut. Das könnte uns vielleicht helfen. Ich glaube immer, wenn sie in der Nähe ist, dann wird der Rand rot. Weil sonst ist er ja weiß. Dachte, vielleicht müssen wir davor ein Foto machen. Aber es geht nicht weg. Von der Schaukel vielleicht ein Foto machen? Oder vielleicht von ihr? Aber jetzt ist diese komische, der komische Rand weg. Einfach mal die Galerie vollklatschen, mit dem Paparazzi. Verstehe ich jetzt irgendwie auch nicht so. Was ist denn jetzt? Was ist denn hier los? Sehen wir sie durch Handy vielleicht besser, weil beim ersten Mal haben wir sie ja durchs Handy gesehen. Oder durchs Handy sehen wir was, was wir vorher nicht gesehen haben. Vielleicht kommst du jetzt irgendwie durch das Tor oder so. Ja, aber wie sollte? Wir haben ja nichts gemacht. Wieso sollten wir jetzt durchs Tor kommen? Hast du schon ein Foto davon gemacht? Ja, habe ich ja, aber das ist ja nicht aufgegangen. Fotografieren. Das ist eine Idee. Nee, ist wieder weg. Ist wieder weg. Wahrscheinlich nähert sie sich uns nicht mehr. Ich glaube, das liegt daran, dass hier eine Tür steht, oder? Das sieht nicht. Ja, das war ja vorher durchgängig da. Sobald ich weg von der Tür gehe, ist sie auch relativ weg. Es liegt an der Tür. Wenn sie kommt, wird der Rand, glaube ich, rot. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe das Spiel ebenfalls nicht. Nichts. Ja, ich habe mich nur erschrocken, weil ich gesehen habe, dass das Müll wurde. Was
irritiert mich gerade zutiefst, dass ich keine Ahnung habe, was wir machen sollen. Hä? Ja, genau. Das meinte ich, mit ist es nun da, wenn wir... Wir sind weitergekommen. Ah, was? Die Larang Masuk. Ich kann das mal wieder einer übersetzen? Ich glaub nicht, ob ich wissen, dass ich wissen will, was das ist. Was es heißt. Ich glaube, bei jedem anderen Spieler hätte ich noch bei den ersten 5 Minuten ausgemacht, aber dadurch, dass ich eigentlich weiß, dass das Spiel eigentlich ganz gut ist, spielen wir mal weiter. Wir haben die Küche gefunden. Erstmal was essen. So wie das hier aussieht, will ich hier nichts essen. Die ist doch scheiße. Was das für eine Freundin. Soll kacken gehen. Aber die scheint dich ja hier schon irgendwie durchzuführen. Die gehen immer hinterher. Okay, was? Teddybär, das Riesen. Ich habe ihn geliebt. Hey, keine Ahnung, was soll man machen? Ich weiß es nicht, hängt doch vielleicht länger am Spiel dran, was wir nur sehen, wenn man sich hier nicht guckt. Minuten oder so. Gleich wieder zurück. Du bist eine beschissene Freundin. Aber trotzdem haben wir dich lieb. Coin, erstmal Titten fotografieren. Was passiert eigentlich, wenn du... Oh, soll sie anehen? Ey. You, what are you doing here? Ich würde eigentlich gerne anwählen, sowas wie, zieh dich aus, ich bin Paparazzi, aber naja gut. Who are you? You are not my friend. Oder, ich weiß nicht, aber wir sollten ja auf jeden Fall erstmal raus. Ja, wir sollten da erstmal raus. Come on, follow me. Wieso vertrauen wir ihr? Weg, wenn ich jetzt ehrlich bin. Hochgegangen. Ich hab's nicht gesehen, wo sie hingegangen ist. Ich glaube, sie ist hochgegangen. Verschwunden. Die ist ja auch total schnell, die alte, dieser Sprint-mäßig so voll am Start. Aber im oberen Stockwerk geht's meistens ja wohl nicht raus, oder? Was zum Teufel ist das denn? Eine Katze. Ach so. Oh,
Nö. Oh, voll. Kann ich was googeln? Was soll ich machen? Ah, die Katze kommt uns hinterher. Ich hab jetzt unser Haustier. Das sind immer noch. Sie ist die schnellste Katze dieser Welt. Wie kann man so langsam gehen? Das ist nicht möglich. Dieses Schritttempo existiert nicht, was sie hat. Also ich meine sogar auch uns nicht, die Katze. Die Katze ist noch langsamer. Was denn? Ein Klo. Das ist ein indonesisches Spiel. Na, Schnappsomatico. Keine Teddys, die sich aufgehängt haben. Ach, da ist sie. Unten. Och, nee. Ach, wir werden. Ich bin erleuchtet. Was ist der sterbende Schwan? Wir werden bestimmt irgendwie gesegnet gerade oder so. Ich hab da ein gutes Gefühl bei der Alten, so wie die aussah, sind bestimmt nett. Mir liebe geht das Licht. Wir werden sterben. Ja, wir wollen. Jawohl. Oder wir werden jetzt ein Engel. Mit richtig geilem Engelsschwanz. Und Heiligenschein. Wir wurden erleuchtet und jetzt? Jetzt ist sie bestimmt in uns. Wo ist die Schnatze? Warte, wo ist Michi? Schnatzomatik? Was hat sie mit der Schnatze getan? Hat sie irgendwas der Schnatze getan? Bring ich sie hoch. Nochmal. Die Fresse, ich will die Katze suchen. Ja, die war doch oben. Wie soll er runterkommen, so lahmarschig wie die ist? Nur heulen wie sie will, wie ein Lups. Die ist weg. Ja, die Katze ist weg. Ich gehe jetzt runter zu der Alten und klatsch der eine. Der vertraue ich nicht mehr. Sie hat ihre dämonische Scheiße in uns reingepflanzt. Wer hat einen Friedhof direkt vor der Haustür? Bei einer Kirche, okay, aber doch nicht bei einem privaten. Hast du hier einen Simon? Hallo, Snoopy! Na komm runter!
will befruchtet werden. Das müssen wir. Das müssen wir jetzt einfach nicht sagen. Ich glaube, ich gehe mal. Ich halte das irgendwie aus irgendwelchen Gründen für eine gute Idee zu gehen. Nur die Frage ist, wohin? Ich glaube, es wird weiter hinten. Von linken Seite waren keine Schwede, sondern es war Ketten oder so.
Da ist die Katze! Misi! Misi! Riech an meinem Schlitz. Oh, Misi! Oh nein, ich hab, bleib doch bei Misi! Ich hab die Pizza vergessen, ich muss schnell hinlaufen. Genau, so sieht sie aus. Sie sieht aus, als hätte sie irgendwas im Ofen vergessen. Jetzt läuft sie eben nicht. Sollen wir es nochmal machen? Na, eben war die Misi ja nicht da. Also denke ich mal, also geht's weiter. Ich hab vorausgesehen, dass wir da drauf gehen. Ja. Vielleicht. Okay. Das war's. Das Spiel war sehr super. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und.